Na gut, dann gucken wir doch mal Phase beenden. Und tschüss, Orks. So, jetzt nur noch die Menschen. Die haben nämlich nur 12 Territorien und dann war's das. Also das schaut jetzt ziemlich gut aus für uns. Ich werde jetzt auf die Menschen losgehen. Und dann hat sich das auch erledigt. Fertig ist. Ende. Auf Wiedersehen. Ich muss mir nur einen kleinen Plan machen. Ich kann das nicht einfach irgendwie reinrennen und alles vernichten. Das funktioniert so auch nicht. Oh doch, das funktioniert so sehr gut. Das tut weh. Das tut richtig weh. Was hat denn der alles? Trommler-Troll, drei Kampftrolle. Nee, das gewinnt der. Das gewinnt der mit Sicherheit. Da kann ich reinrennen, das ist schnell erledigt. Waren das jetzt Orks? Ich glaube, das waren Orks. Schaut aus wie eine Festung. Was ist denn das für ein Ding? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Oh, übrigens, mir fällt da gerade auf. Nur zur Sicherheit, falls ich vergessen habe. Ich mache hier jetzt mal einen kleinen Save-Stat. Falls das mit der Aufnahme nicht funktioniert, ich habe das nämlich mit Fraps nicht gemacht. Auf der Map habe ich auch selten gekämpft. Sehr selten. Also unglaublich selten. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Aber okay. Oh, nee. Nee, nee, nee. Bauen wir eine Festung. Ah ja, der Feind. Hey, den hätte ich bekommen können. Lol, tot. Dunkler König mächtig, dunkler König stark, dunkler König alles. Dunkler König ist ein dunkler König. Troll beherrschen. So, eigentlich will ich den wirklich bloß so schnell wie möglich kaputt hauen, den Gegner hier. Gefährlich, 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 gefährlich. Zum Glück benutzt er nicht seine. F oh Gott. Schneller, 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 schneller! Immer schön die Nerven behalten. Dann läuft es von alleine. Land aus Eisen! Ich Rogasch. Ich Alex. Naja, das stimmt leider nicht. Oder zum Glück. Stellt euch mal vor, der wäre unbesiegbar. Das wäre fies. Aber es wäre mal sehr interessant, ein Strategiespiel zu haben. Vielleicht irgendwas im Weltraum, keine Ahnung, irgendwas Science-Fiction-mäßiges, wo es ein Volk gibt, das nicht auf konventionelle Art vernichtet werden kann. Also es gibt da Einheiten oder irgendwie, keine Ahnung, Basisschiff oder irgendeine Technologie, keine Ahnung, wo die Menschen halt nicht vernichten können. Und um zu gewinnen, muss man halt irgendwelche alternativen Siegbedingungen erfüllen, keine Ahnung. Das wäre sicher interessant. Also wenn es da sowas geben würde, für den Multiplayer, aber gebalanced, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Tät ich mir wünschen, sowas. Gibt's, glaube ich, nicht. Will auch keiner machen. Tät auch nicht wirklich viele, glaube ich, spielen wollen, weil ihr will. Stell dir vor, Strategiespiel. Und ihr müsstet gegen einen Feind kämpfen, den ihr nicht besiegen könnt auf diese Art. Also ihr könnt seine, vielleicht die meisten Truppen, aber es gibt da vielleicht so zwei, drei Dinger, die ihr nicht vernichten könnt. Ihr könnt sie vielleicht beschädigen oder so. Und sie verlangsamen. Irgendwie in diese Richtung. Aber halt nicht töten. Nicht vernichten.
Und ihr müsst irgendwie drumrum arbeiten. Das ist halt schon ziemlich. Ich meine, es ist sicher nicht leicht, das zu balancen. Mit Sicherheit nicht. Ach du Kacke, macht der viel Schaden. Wie? Lol. Ah ja, cool. So machen wir weiter, oder? So machen wir doch weiter. Na also, das Lager des Feindes. Dann muss der ja irgendwo da sein. Such mal. Ah, Festung, das ist gut. Oh wow! Das sind ein paar viele Reiter. Das sind wirklich ein paar viele. Das müssen wir uns aber hier abhauen. Das ist ja böse. So. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Weil die sind alle ausgerüstet, der hat eine Menge gute Reiter. Naja, der Feind macht hier gerade ganz schön richtig Stress. Und die Pfeile zu machen, bringt auch nicht viel gegen die. Das ist das Problem. Nee, ich kann nur versuchen, die Feste und alles andere so schnell wie möglich zu vernichten. Jetzt wird's knackig. Reicht es? Hat ja noch einen Baumeister irgendwo. Okay, irgendwo hat er noch was. Die Frage ist, wo was? Weil mein Baumeister stirbt gleich auch. Den muss ich jetzt mal eskortieren hier. Da ist ein Aragorn. Irgendwo muss der noch was haben, ein Baumeister. Den muss ich finden. Aha, da ist er. Och, du große Güte. Das wird nicht leicht. Das wird alles andere als leicht. Mach weiter. Mach weiter. Mach doch weiter, Mann! Ich will das nicht verlieren. Puh, das wird jetzt dauern und das wird alles andere als einfach. Vor allem, wenn die ganzen Reiter kommen. Nee, eigentlich sind sie nicht jämmerlich. Die sind ziemlich stark. Aber er kann gerade nichts ausbilden. Das ist der einzige Vorteil. Oh, mach doch ein bisschen schneller. Der hat die Ruhe weg. Der denkt sich auch nur YOLO. Mach doch. So. Das wird halt nichts, ne? Ich glaube nicht, dass das was wird. Der Baumeister darf halt nicht sterben. Er darf nicht sterben. Er muss überleben. Das ist so wichtig. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes! Finsternis. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wow. Woo! Das speichere ich ab. Da, nee, das mache ich nicht nochmal. Nee. Schön. Schön, schön, schön. Gebumst. Das war so knapp, Mann. Ja, das. Ah, schwierige Dreikampftrolle. Ja gut, wenn ich am Anfang Türme baue, einen hoch, einen rechts runter oder wie auch immer, wo ich bin, ist egal. Zwei in die Mitte zum Aufhalten. Vielleicht kann ich was schaffen. Vielleicht. Ich probier's. Ich probier's. Ich werde nicht aufgeben. Nicht instant. So, Wölfe. Und die Teile. Ein Wolf geht hoch, ein Wolf geht runter. Die gehen in die Mitte. So.
Okay. Ruhe, ihr Magen! Steht nicht herum! Wir haben ein Gasthaus. Ja, und das Gasthaus nehmen wir auch ein. Instant. Das die brauche ich nämlich. Die haben mir letztens so gut geholfen. Ja, die halten das schon aus. Ich hätte sie auf Defensiv stellen sollen. Jetzt ist auch zu spät. So. Ja. Welche von denen kann kämpfen? Die da. Ja, das weiß ich nicht. Die Türme brauchen noch ein bisschen. So. Ich kann da nichts ausbilden. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich sollte den Kampftroll vernichten. Weil der haut... Boah, der haut da drauf! Das ist doch so eklig. Ich hatte halt wirklich Hoffnung, dass ich damit irgendwie weit komme, aber anscheinend... Nope. Nö. Okay, der Kampftroll ist tot. Ja, schon mal nicht schlecht. Aber der hat doch mehr gehabt. Da waren noch 3 Stück dabei. Wo sind die? Ich kann das halt leider nicht bestätigen, dass sie schwach und armselig sind, wenn sie mir gerade voll in den Hintern treten. Was sagen die eigentlich in einem Gasthaus? Weiß das einer von euch? Weiß einer von euch, was die da in dem Gasthaus sagen? Kommt schon. Die werden es doch irgendwie vernichten können. Ja, der Feind war nie weg. Oh, komm schon. Ach du Groß, ach du Kacke. Das wird schwierig. Wow. Ja, das... Nee. Okay, vergiss es. Wenn da jetzt noch der Hexenkönig kommt, wird das nix. Nee. Nope. Keine Chance. Aber das wussten wir vorher schon. Dass das nicht so einfach werden würde. Aber solange ich mehr Länder einnehme, als ich verliere, ist alles in Ordnung. So. Okay, wo geht's weiter? Richtig. Jetzt können wir hier mal ein paar Leute rausholen. Da geht ja gar nichts raus. So, jetzt so. Verteilt euch! Okay. Gut. Vielleicht sollte ich das Land vorher noch einnehmen. Es ist halt doof, dass ich nicht sofort da reingerannt bin, aber das, naja. Irgendwo verliert man immer Zeit. Das ist halt so. Vermutlich kann ich die gar nicht so vernichten, wie ich mir das wünschen würde. Ich ziehe mich jetzt hier mal zurück, weil was auch immer da gerade angerannt kommt, werde ich so nicht verteidigen können. Das heißt, die Truppen da zu sterben zu lassen, ist sinnfrei. Ja. Also, da kämpfen wir noch. Und danach ist Schluss für heute. Da haben wir genug gemacht. Ich muss halt nachher wirklich noch in die Uni. Unglaublich. Ja. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. So, das machen wir noch. Das machen wir noch. Darin mal los. Du bereit, ja. Du bereit. Ich bereit auch. So, ich weiß nicht, wo der Gegner anfängt und wo ich aufhöre. Da hat es ein Leuchtfeuer. Irgendwo hier hat es doch auch Vorposten, oder? Dachte ich mal. Da hat es ein Leuchtfeuer. Da hat es ein Leuchtfeuer.
Vielleicht auch nicht. Ja. Du stark, dunkler König stark. Wir sind alle stark. Da könnte es einnehmen. Dann machen wir das doch. Wir sind auf einen Höhlentroll gestoßen. Den? Er hat den Ring des Meisters. Ja, der Feind. Oh, ach du groß. Hilfe. Oh oh. Aha. Wie doof. Das ist ja super blöd. Ja, beeil dich mal. Mit deinem Dienen. Ich habe hier Probleme. Oh oh. Oh oh. Lauf, lauf. Ach, jetzt hat er den Bonus gar nicht bekommen. Na gut. Jetzt stirb, Olifant. Komm schon. Und tot. Na komm. Gut. Puh, knapp, Mann. Das hätte auch ganz blöd laufen können. Krass. Und tot. So. Wo sind sie denn jetzt? Sie sind von oben gekommen, oder? Ja. Du bist mal mein Troll. So. So, passt schon. Einfach alles kaputt machen. Aha! Da ist er also. Na dann. Und tschüss. So, Vereisung. Und tschüss. Das war's. Ziemlich easy. Läuft. 47. Nicht schlecht. Wir haben ein Territorium verloren. Ah! Eine Bonus-Gasthauseinheit. Okay, dann hat sich das ja doch gelohnt. So. Dann bauen wir jetzt hier noch Mühlen und dann beende ich. Für heute. Okay. Uns gehört immer noch Helms Klamm. 9 Territorien noch. Ah, Mist, das hat der Eomer bekommen. Schade. Ja, der wird jetzt hier hinterrücks mir wieder alles einnehmen. Das wird nicht so einfach, wie ich mir das gewünscht habe. Wird es definitiv nicht. Ah, was will man machen? Gut, wenn sie da angreifen. Ah, nee, dann gehen wir da rein. Obwohl, wenn sie das einnehmen, habe ich wieder ein Land mehr, dann machen wir das so. Also, noch einmal Phase beenden. Aha, gut, dass ich gesplittet habe. Da schaut's her. Au, oh, und da hinten greift er an. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Da schauen wir jetzt noch mal ganz kurz nach. Ja, aber das geht. Okay, damit verabschiede ich mich bei euch allen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich brauche eine Pause. Und ich muss gleich auch weg. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey, yo, und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.